Hallo, ich bin kein Kaktus, sondern ein Schuh. Was? Okay. Ein Schuh und ein Topf Hallo. und ein Vogel. Bitte ignoriert einfach das Vermisstschild da hinten. Ich kann das erklären. Irgendwann später. Totentun. Bist. Ich glaube, dein Zwillingsbruder wird vermisst. Kann das sein? Ja, genau, das wird sein. Ich habe übrigens nur erwähnt, dass ich kein Kaktus bin, weil man das ja denken könnte, wenn man mich so sieht, so mit diesem. Lassen wir das. Ich bin ein Schuh. Ganz unverdächtig. Was muss ich tun? Muss ich irgendwas drücken, oder? Ich bin nur Wir Player spielen 4. jetzt einfach das Spiel, okay? Okay, das Spiel ist ganz neu. Wir Ja. wissen nichts außer der Vogel. Der Vogel hat sich gespoilert. Der Du wird ja meinst auch doch, der frühe vermisst. Vogel zerstört das Safe Game oder so. Oh. Let's go. Zerstörung klingt irgendwie vertraut. Türen zerstören. Oh. Welcome, new recruits, to your first day in your smooth moves journey. You're about to meet your new boss and become part of the fast-paced and dangerous world of moving. Without us, the world would literally fall apart. With us, it falls apart sometimes too. But anyway, I, the mysterious voice on tape, will guide you through your training to ensure we don't record another fatality. If you do happen to die, good news! You won't be charged for the uniform. Just the laundry bill. Please press pause. Now. Hallo, ich bin der Boss hier bei Smooth Moves, aber ihr könnt mich einfach Boss nennen. Okay, Boss. Ihr kennt mich wahrscheinlich aus Blockbustern wie Moving Out 1, Movers in Paradise und meinem Ein-Mann-Musical mit dem Titel Ich bin der Boss in Moving Out 1 und Movers in Paradise. Krass. Ich bin verwirrt. Keine Sorge, das sind viele. Aber genug von mir. Ja. Das ist alles über 8 Jahre her und hier hat sich viel verändert. 8 Jahre? Die Zeiten waren hart. Keiner der geschmeidigen Möbelpacker ist nach Packheim zurückgekehrt. Seit sie in dieses perfekte, steuerfreie, tropische Paradies gereist sind. Keine Ahnung warum. Aber ich bin noch hier, Boss. Hey, wir sind noch da. Das hat Das war dein unglaublich gut gepasst. Einsatz. Genau. Ja, ich bin froh, dass ihr beide zurückgekommen seid. Sonst müssten wir das Geschäft aufgeben. Zurückgekommen, ich bin das erste Mal hier. Wer seid ihr überhaupt alle? Hey, ja, was das angeht, ich bin neu. Wir haben beim letzten Umzug unsere FART-Zertifizierung verloren, Boss. Was? Wie? Anscheinend darf man Feuerwerk und Feuer nicht in denselben Lastwagen laden. Naja, dann trainiert ihr eben jetzt zusammen mit den neuen Rekruten. Wir müssen unsere FART-Stufen zurückbekommen. Das ist vielleicht eine doofe Frage, aber wofür steht FART denn überhaupt? Och, ganz einfach. Fähiger Anordnungs- und Relokalisierungstechniker, natürlich. Ja, die Visitenkarten waren bereits gedruckt, als wir die Sache bemerkt haben. Da haben wir einmal tief Luft geholt und uns dafür entschieden, bei FART zu bleiben. Jetzt aber genug der Rederei. Unsere FARTs müssen aufsteigen. Level up! You're probably asking yourself, gee, didn't we already do this basic training in the first game? Well, pay attention, as some things have changed. And for insurance purposes and by court order, we're required to put everyone through basic training. You'll be a member of the Smooth Moves family and an FART in no time. Let's get started with the basics. Ich merke schon, wir haben uns alle voll lieb. Hätte so weit schmeckt man sich 5 Meter durch den Raum. Wie geil ist das denn? Ich bin übrigens ein neuer Rekrut, ja. Meine Tastenbelegung ist super komisch. Was ist denn deine Tastenbelegung? Ich springe mit rechts und schlage oben und unten ist nichts. Und links Braucht ist er mal auch nichts. Hilfe? Ah, okay, Schultertaste. Der Schuh.
der kein Kaktus ist, hat mir geholfen. Das ist so ungewohnt mit 4 Leuten. Ich meine, ich bin neu und bin es gewohnt, gar nicht Möbel zu schleppen. Deswegen ist es ungewohnt mit 4 Leuten. Hast du mich gerade geschlagen? Niemals. Hört eigentlich irgendjemand dem Boss zu? Oder der mysteriösen Tonbandstimme? Ein Kaktus! Oh, das ist doch eh nur eine Tonbandstimme. Ein Kaktus, den müssen wir mitnehmen. Der muss. Hey! Vorsicht! Den kannst du nicht mitnehmen, der ist so Deko. Ich kann den mitnehmen. Siehst du? Mitgenommen. Hä? Ja, bei mir ist er nicht mitgenommen. Tja. Aber ich bin mitgenommen. Ha! Au. Jetzt pass mal auf, du Tentakelding! Alles wie immer. Komm nicht rein! Oh, wir haben einen Türsteher-Drachen! Ah, danke, dass ich jetzt erfahre, wie man springt. Hab ich noch gar nicht mitbekommen. Werfen! Wie werfe ich? Ah. So werfe ich. Au! Ich muss werfen üben. Wir sind so gute. Aua! Möbelpacker, hört auf! Ja, vor allem, wenn ich ständig auf den falschen Charakter gucke, weil ich irgendwie andere Farben gewohnt bin. Weil wisst ihr, normalerweise. Normalerweise bin ich ein grüner Schuh. Echt? Ach, stimmt. Ja, die Oma, die war ja immer rot, ne? Moment. Boah, war vernünftig. Ja, aber auch nur ihre Klamotten, nicht ihre Haare. Ah, doch, doch, auch ihr Kreis war rot. Und ihre Schürze. Ja, und jetzt bin ich gelb. Okay, unten klappt der Strom. Und rot oben. Das ist nicht normal. Okay. Wer ist eigentlich der Topf? Ah ja, der Neue, oder? Okay. Mhm. Wir schaffen das jetzt. Whee. Profi. Opa! Oh, Vogel. Mein Partner. Ich meine, wir kennen uns noch nicht, aber ich glaube, wir werden gute Partner. Zweier ja, Teile du bist schmeißen. Der Arsch. Was? Du bist der Arsch! Nein, ich bin der Zirkelmann. Au! Oh. Nein! What? Oh! Ich bin zu blöd für. Ja, ich auch. Also springen und dann werfen. Ja, ich hab das irgendwie auch nicht zeitlich hinbekommen. Und dann runtergeschubst werden, okay. Springen. Okay, anscheinend doch. Guck mal, hat geklappt. Ah, ich will das nochmal probieren. Das ist gar kein Pfeil auf dem Gulli, das ist eine Pizzascheibe. Ich fühl mich betrogen. Hier liegen keine Pfeile rum. Wie lange müssen wir das denn jetzt noch machen hier? Einfach weitergehen, alle Ach vier. So. Sag das so. Das ist nur ein Bonus. Dope. High five. Okay. Ach, wundervoll. Ich gucke echt dauerhaft auf die falschen Charaktere. Also, wenn ich gegen die Wand laufe, wisst ihr warum. Okay. Wo bin ich? Das war gar nicht richtig. Ich will den Kürbis mitnehmen. Jeder hat einen Koffer. Mega, ich habe einen Kürbis genommen. Jemand hat meinen Koffer geklaut. Ich hatte nur einen. Durchgefallen. Wer das liest, ist toll und kann lesen. Stufe 1 fort. Ihr seid jetzt auf Fahrtstufe 1. Stufe 1? Das ist ganz oben, oder? Absolut nicht. Ihr müsst mit Aufträgen noch höhere Stufen verdienen. Je höher eure Stufe ist, desto mehr Aufträge schaltet ihr frei. Jetzt lasst uns wieder zur Normalität zurückkehren. Und
Mit Normalität meine ich dieses ganz spezielle Chaos, für das Smooth Moves Inc. bekannt ist. Liebes wieder aus. Eventuell müssen wir kurz Pause machen, weil ich eventuell meinen Lautstärkeregler weggedrückt habe und eventuell nicht rankomme, weil das Spiel im Fullscreen ist. Eventuell. Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss deiner Ausbildung. Jetzt ist es Zeit, loszulegen. Wir haben Aufträge, die auf dich warten. Hey, langsam. Weißt du, wie man den Lastwagen fährt? Ah, ich hab da so Erinnerungen. Letztes Mal hatten wir voll den Kamikaze-Fahrer. Vorsichtig, der Lastwagen... Vorsichtig, der Lastwagen ist nicht aus Gummi. Er besteht aus Pixeln, was noch viel seltsamer ist. Fahre den Lastwagen mit L. Na los, gib Stopp! Okay, das sollte reichen. Versuche mit Y zu hupen. Hervorragend, das ganze Team kann auch hupen. Oh nein. Ich höre nix. Wenn du dich verfährst, halte B gedrückt, um zum Hauptquartier von Smooth Moves zurückzukehren. Halte während der Fahrt Ausschau nach vermissten Möbelpackern und Stilkisten. Oh, keine Sorge, wenn du etwas rammst, seit Moving Out 1 ist die ganze Stadt versichert. Warum? Besser ist das, glaube ich. Kann ich gar nicht verstehen. Sogar die Bäume. Die zittern schon vor Angst, guck mal. Fangen wir mit einem netten, einfachen Auftrag an, damit du dich wieder in Pac-More einleben kannst. Pac-Man! Fast. Es ist ein einstöckiges Haus. Legen wir los! Im Gegensatz zu Pac-Man fressen wir keine Möbel. Aber noch nicht ins Haus fahren, bitte. Geht eure Hupe? Nein. Meine auch nicht. Okay, die Fahrstunden sind vorbei. Zeit loszulegen. Ich will hupen. Also, ich habe mal, ein Vögelchen hat mir mal gezwitschert, wenn man so ein bisschen die Map abfährt. Der vermisste Vogel. Ja, genau, der vermisste Vogel, der nicht ich bin, Totentod. Dann findet man so Kisten. Die da. Zum Beispiel, aber da kommen wir leider noch nicht hin. Und du kannst übrigens fast alles demolieren, bis auf die Bäume, die sind aus Stahl. Warum geht meine Hupe nicht? Ja, auch versichert. Das habe ich auch nicht gerallt. Gut gemacht, ihr werdet mit eurem Lastwagen mehr solche Dinge und andere versteckte Dinge finden. Tutentun. Was Toten wir gefunden haben. Danke, ich schulde dir was. Ich muss dem Vidiland eine Kassette zurückgeben und kann mir keine Verspätungsgebühren mehr leisten. Fühl mich angebrüllt. Du hast einen Namen? Ja. Du auch. Ich weiß aber nicht mehr, wie du heißt. Kaktusschuh. Tschü-tschü-tschü. Nicht die Sandburgen. Das erinnert mich irgendwie an die Insel aus dem ersten Teil. Die armen Kinder. Gibt's noch mehr Freunde irgendwo? Oben war noch ein Männlein vor dem Schild. Da rechts oben. Was? Wo? Das ist die Zentrale. Ach, das ist ja langweilig. Geht so. Da komme ich doch nicht hin. Richtig, ja, es gibt ja noch einen anderen Weg. Da komme ich doch nicht hin. Ja, da musst du ja auch noch nicht hin. Gib noch eine andere Brücke. Du musst einfach nur die ganze Spannung der Brücke abbauen. Aber es ist so spannend. Ah, I see. Wie ist das so passiert? Oh mein Gott. Zum Glück ist die Brücke versichert. Richtig, die Bäume auch, die sind aus Stahl. Aber weißt du, die Rätsel sind mehr Rätsel als bei Cooking Out, genau. Overcooked. Overmoved. Undercooked, ja. Schön. Das sind ganz schön viele Bäume. Oh mein Gott, eine Kiste! Wenn doch nur jemand eine Axt dabei hätte. Ah, vielleicht kann ich versuchen, sie aufzupicken. Da war ein Auge drauf, ist das was von mir? Nein, auf jeder Kiste ist ein Auge drauf. Oh. Herbie? Vielen Dank. Gib mir nur einen Moment für die Photosynthese, bevor wir loslegen.
Keiner davon ist wirklich der Kaktus. Ein anderes Blatt oben? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Sie sahen alle anders aus, aber egal, besser als der Schuh. Wie kann man denn wechseln? Wie kann ich meinen Schuh ausziehen? Ich meine, meinen Job jemand anderem überlassen? Hey Drache, die Taste eben war rot. Sie war B. Halt mal gedrückt, bitte. Wir haben uns aufgelöst. Zauberei! Mitarbeiter! Ja. I see. Ah, okay. Guck, das... Seht ihr es überhaupt? Das ist kein Kaktus. Wir sehen nur deinen Bonsel. Wenn du ihn anwählst, kannst du mit links und rechts... Der hat andere Farben und da ist eine Taube. Also eigentlich war ich ja der Kaktus, ne? Mhm. Der Kaktus, ja, ich erinnere mich. Ja, du bist jetzt halt schöner geworden. Die Schönheit ist aus dir rausgeplatzt. Du bist jetzt ein Bonsai-Kaktus. Ja, ich glaube, farblich ist der am besten. Okay. Im Herzen bin ich immer noch ein Kaktus, okay? Ja. Ich reagiere auf keinen anderen Namen. Okay, Vani. Ich meine Kaktus. Danke. Oh, Junge, das erste Level. Kaktus in dem Schuh hängen geblieben. Profizeit 4 Minuten. Let's go. Das ist fast zu normal. Ich habe gerade nicht verstanden. Das war zu schnell. Ja, dieser Auftrag soll euch definitiv nicht in falscher Sicherheit wiegen, bevor all die seltsamen Sachen passieren. Hatten wir extra Quests, so wie zerstör keine Fensterscheiben? Nee, ich glaube, das kommt stimmt noch nicht am Anfang. Beim ersten Mal im Level war es immer so, dass du die Zusatzquests nicht gesehen hast. Ja, ja. Das sieht man erst später. Die Froschuhr. Ja, die ist cute. Ich kann gar nicht mehr normal reden, ey. Da ist eine Banane auf dem Müll und eine Ente im Dach. Ja. Okay. Ich habe alles vergessen, Kinder. Die Tür hat mich eingeklemmt. Was muss ich überhaupt mitnehmen? Alle? Wenn wir erst die großen Sachen nehmen, bitte. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Verdammt, da war ja was. Ach, Teamarbeit. Mir einer mal helfen bei der Tür. Wo bist du denn? Ach so. Ja. Wir müssen die Tür doch gar nicht mitnehmen. Gut. Oh, Leute, ich muss mir die Tasten umlegen irgendwann. Das geht so nicht. Kann doch kein Mensch arbeiten. Muss der Tisch mit? Nehmen ihn jetzt einfach mit. Drück mal auf den oberen Knopf, dann siehst du es. Den oberen Knopf? Ja. Welchen oberen Knopf? Von deinem rechten Steuerkreuz, Dingsbums. Y quasi. Ja, stimmt, du spielst ja mit einem. Mir ist X. Ich bin Nintendo-Kind. Nein. Ah, ich dachte, das ist nur zum Schlagen. Das Klo hängt an der Kante fest. Ich kann das Klo nicht alleine tragen. Ich brauche kurz eine helfende Hand. Oh mein Gott, wir müssen ein Klo mitnehmen. Wie geil. Mhm. Danke. Das ist auch noch Vintage-Klo in grün. Find ich kann den... Oh, das, dann macht ihr das mal. Ist Tisch im Weg. Ah, Profis, wie immer. Vielleicht hätten wir das Bett zuerst reintun sollen. Ach, wo werden denn der Spaß? Amateure. Genau. Was quietscht hier so? Ist das das Bett? Das sind meine Knochen. Achso. Du bist alt. Er hat die Froschuhr abgerissen. Ich nehme mal ein Hat einer Flamingo eingepackt? Oh, okay. Oh, nein. Norke. Alles gut. Weil ich jetzt habe ich Hunger. Das war ja einfach. Was hat ein Fach denn mit unseren Umzügen zu tun? Naja, wir bringen die Kiste von einem Fach in ein anderes. Zum Glück sind eure Umzüge besser als eure Witze. Der nächste Auftrag wartet schon. Da wäre ich mir nicht so sicher. Die Zeit war ja easy. Lass uns auf dich. Oh.
In jedem Auftrag gibt es Bonusziele zu erfüllen, die dir Sterne einbringen. Diese brauchst du, um Fahrtstufen aufzusteigen. Und für die jährliche Leistungsbeurteilung. Oh. Das klingt stressig. Ich will doch nur meinen Job machen. Seppe, es ist bestimmt Fernseher irgendwie anmachen. Ja, 100 pro. Was brennt hier? Ha, Hauptsache nicht ich. Vielleicht müssen wir irgendwas anzünden. Das erste verstehe ich Grill. Ja, das erste verstehe ich auch nicht. Typisches Moving Out halt. Ja, Kugelübersetzer und so. Okay. Was machen wir jetzt? Machen erstmal die Level weiter, oder? Ja. Also. Lass es auf dich wirken. Let it sink in. Spüle. Ah, wirklich? Was würde es denn da geben? Danke, dass du Übersetzung gesagt hast. Na, wir gehen erst beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Ein Umzug reicht an einem Tag, Kinder. Ah, ich kann nie genug von Umzügen kriegen. Tüdü! Ihr habt den ersten Umzug großartig erledigt, aber macht es euch nicht allzu bequem. Also erstmal Pause, ja? Ja. Nein, so habe ich das auch nicht gemeint. Doch. Tschüss, Mittagspause.